Hey Leute, willkommen zurück zu Far Cry 5. So. Zuallererst möchte ich erstmal ganz kurz hier meine... Wow, 12 Stück. Meine Punkte vergeben, genau. So, und was machen wir denn? Was gibt's denn hier? Grace kommt nach Verletzung schneller zurück. Nee, Reisetasche. Schafft mehr Platz für Gegenstände. Ich finde irgendwie kaum Gegenstände, deswegen lohnt sich das irgendwie gar nicht. Taktische Munitionstasche, Köcher. Gar nicht übel. Ich hätte gerne mehr Waffen. Waffensammler. Einen Leutnant besiegen. Okay, wo kriege ich denn einen? Wo kriege ich denn so einen her? Flinker Finger. Aha. Gewehrmeister. Was haben wir hier? Schwergewichtsmeister. Wingsuit. Ne? Was? Das klingt ganz gut. Ich glaube, das nehme ich tatsächlich. Es sind zwar 6 Punkte weg, aber was soll's. Dschungelkönig. Tierangriffversuche. Ja, weniger Schaden. Schweißbrenner. Was haben wir hier? Schlossknacker. Das ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Oder was ist das hier? Oh, cool. Nicht schlecht. Ich glaube, das nehme ich. Oder? Was ist das hier? Schwierig, man kann sich kaum entscheiden. Menschlicher Fisch? Nee, das ist Unfug. Nahkampfmeister? Hier gibt es so viel. Kann man sich gar nicht für entscheiden. Ich glaube, ich nehme tatsächlich das hier. So, probier es einfach mal aus. Mal gucken. Aha. Okay, Schlüssel haben wir irgendwie ein paar Stück. Okay, gut. Das musst du ausprobieren. Bestes Spiel aller Zeiten. Ah, hier. Ich glaube, ich habe da was, was dieses Fest zu einem gewaltigen Erfolg machen wird. Okay, Deputy. Heben wir den Testosteronspiegel und geben wir den Leuten das Feuer, das sie brauchen. Bisher haben wir unsere Montana-Prachtstücke auf fünferlei Weise serviert. Gebacken, frittiert, gekocht, gedämpft, getrocknet. Und dazu hatten wir sogar ein eigenes Dessert. Nüsse im Schlafrock. Aber das wird dieses Jahr nicht reichen. Wir brauchen was Neues, was Aufregendes. Wir werden ein Buffet kreieren, bei dem jedem Fernsehkoch der Arsch auf Grundeis geht. 3 neue Zubereitungsarten für die Fleischpflaumen. Als Hackfleisch, gebraten und blau. Die ersten beiden sind einfach. Ein Mulcher-Traktor und Feuer sollten reichen. Die dritte? Also, sagen wir es so, einen Stier zu unterbrechen, wenn er versteckt die Salami spielt, ist mit das Gefährlichste, was man tun kann. Aber deswegen schmeckt sie auch so lecker. Bring mir das Fleisch, wenn du fertig bist. Dann starten wir dieses Fest mit einem Knall. Das Spiel ist grandios. Okay. Du kannst mit deinen Freunden spielen. So, machen wir ein bisschen Nebenquest. Mach weiter damit. Damit wir hier die Widerstandsstufe schön erhöhen. Warte mal, wie rum. Wieso zur Hölle sollte ich laufen? Ich bin noch nicht bekloppt, ich laufe doch nicht die Strecke. Aber gibt's hier auch irgendwo ein Fahrzeug? Ich hab Joseph Seed mal vor ein paar Jahren aus dem... Ja, schön. Werkstatt. So, wo ist denn der? Was? Ich kauf ihn doch nicht hier. Da. Oh, was? Den können wir sogar anpassen? Wackelkopffigur. Ist wieder was? Was ist das hier? Aha. Ja, fahren, bitte. Huch! Was ist denn jetzt passiert? Spawn fehlgeschlagen. Mist, ich bin hier aus Versehen im Ding drin. Wie geht das wieder weg? Hilfe! Was? Umschalt F2. So ein Mist aber auch. Okay. Der Witwenmacher kann zurzeit nicht gespawnt werden. Schade. Wieso? Fahren? Nee, geht nicht. Mist. Okay, dann halt nicht. Ich gäbe so einiges, dahin zurückzureisen und den Scheiß nach da. Ich verstehe nicht, warum du nicht die ganze Zeit Angst hast. Okay, dann machen wir halt einen kleinen Nachtspaziergang.
Ah, guck mal, da ist noch ein Turm, ein Türmchen. Hab ich noch... Ja, Fernzünder hätte ich noch. Ja, nur machen wir mit Fernzünder. Lass mal gucken, sind da irgendwelche Peggys? Allerdings. Okay, dann mal los. Ich suche mir einen besseren Winkel. Keine Sorge, ich schieß schon. Hab ihn. So. Tipptopp. Oh, was ist denn hier los? Oh, Miezekatze. Große Miezekatze. Positionswechsel. So, jetzt hit. Oh! Wow, das war knapp. Den habe ich gar nicht bemerkt. Der ist auch weg. Sehr schön. Oh, das ist noch eine Geisel, die habe ich auch nicht gesehen. Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Keine Sorge. Ist das eine tote Kuh? Kann man auch schnell aufsammeln. Oh, noch ein Rucksack. Waffe entsichert. Hä? Ach, die Kuh kann ich gar nicht plündern. Irgendwas ist hier noch. Oje, das schaffe ich. Das war so klar. Oh, runter, runter, runter. Jawohl. Was habt ihr davon? So, was ist das? Hier leuchtet irgendwas? Nix? Okay. Dann spazieren wir weiter. Ist da irgendwo ein Fahrzeug vielleicht? Freund oder Feind? Okay. Oh, was ist mit dem los? Was? Was höre ich da? Wer ist da? Zeig dich! Okay, dann machen wir doch das hier schnell zuerst. Okay, wie befreie ich den jetzt? Irgendwo muss ich den Saft abstellen wahrscheinlich. Oh, hier ist noch ein Rucksack. Da. Das ist ja immer noch an. Achso, das sind noch mehr. Alles klar. So, der andere ist... Wo ist denn der andere? Hier. Das wäre geschafft. Und deswegen mache ich keine 2 Auftritte mehr pro Abend. Ha! Anne hat gesagt, dass bald Hilfe kommt. Es kann kein Zufall sein, dass du hier bist. Vergiss diesen Sekten-Nonsens. Das lenkt dich nur unnötig ab. Auf uns beide warten wichtigere Dinge. 3 Worte. Gefahr im Verzug. Noch 2 Worte. Globale Katastrophe. Mehr kann ich nicht sagen. Die hören alles mit. Die filtern nach Schlüsselbegriffen, damit sie uns erfassen und in Stücke sprengen können. Das darf nicht passieren. Ich werde sie aufhalten und du kannst mir helfen. Aber wir kommen erst weiter, wenn wir ihre Abhörgeräte auf dem Purple Top Sendemast zerstört haben. Und wenn wir das nicht schaffen, können wir sie nicht überlisten und ausmanövrieren und Scheiße, was ich meine. Showtime! Was? Was geht denn bei dem? Die Reise des Helden.
Gegen das, was kommt, werden unsere Waffen nope. Dies mache ich jetzt. Den mache ich jetzt nicht. Sondern. Hier, Nebenmission. Jag sie hoch. Nein. Oder? Ah, doch, das hier. Genau. Das machen wir weiter. Die ganzen Nebenquests können wir irgendwann anders noch machen. Jetzt machen wir erstmal das. Oh, da ist noch ein Turm. Oh, wieso laufe ich eigentlich? Wer kam auch nicht auf die Schnapse, die Strecke zu laufen? Das war wohl ich. Schätze ich mal. Ja. Der Berg ist derselben Meinung. Mhm. Oh. Eine Vogelscheuche. Das ist doch ein Peggy, oder nicht? Na, Kumpel? Auf die Rübe. Ich wusste es. Tot? Tot. Sehr schön. Fein, wir sind doch schon da. Was? Sammle drei Arten von Stierhoden? Ja, nee, ist klar. Ob das so eine gute Idee ist? Seid ihr brav? Wer schießt da? Na gut. Ah, hier sind Kühe. Ah, ja. Ich glaube, ich weiß. Was hier? Hallo? Oh, Entschuldigung. Oh, au! Töte einen Stier, der sich. Au! Die Musik auch noch. Ist ja geil. Ganz ruhig, Kumpel. Oh, der ist böse. Oh, scheiße. Schnell weg. Oh, ist der mies. Heiliger Bimbam. Töte einen Bullen mit dem Traktor? Ah! Oh Gott, es wird immer abstrakter hier. Fahrt sich jetzt hier überhaupt noch mal einer? Irgendeinen Bullen oder muss ich jetzt wieder warten, bis sie sich paaren hier? Ganz ruhig, meine Frau. Okay. Ach du Scheiße. Wieder rein hier. Verdammte Kacke. Alles cool. Lass mich in Ruhe.
Wo ist der? Ach, ich hab schon gesammelt, okay. So, mit Feuer. Hab ich? Ja, ich hab direkt, genau. Alles cool. So, welchen nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme den hier. Boah, schlechte Idee! Schlechte Idee! Ah. Meine Güte, was haben sie sich denn dabei gedacht? Das wäre geschafft. Meine Güte. Was liegt da? Ich wusste, dass sie mich töten wollen. Da liegt auch was. Okay, bloß weg. Ein Schaf. Na? Noch eine Runde? Oh oh. Okay, ich gehe wieder. Ach, das ist ein Hubschrauber. Oh, 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 hallo Hubschrauber. Mensch, komm schon. Eins, zwei. Oh, das ist ein Bär. Oh nein, nicht schon wieder. Lass mich doch in Ruhe. Blödes Mistvieh. Oh! Das gibt's doch nicht. Oh Gott, verdammt. Was habt ihr denn? Lasst mich mal in Ruhe. Ich hab zu tun. Oh mein Gott. So, bevor ich jetzt aber abhaue. Wo ist Grace eigentlich? Ich glaube, die hat's erwischt. So, wo war es der Hubschrauber? Hier stand doch gerade noch ein Hubschrauber. Ohne Witz, ihr macht mich fertig. Hier stand gerade noch ein Hubschrauber. Was soll denn das? Och, Mann. Dann nehme ich halt den verdammten Traktor. Ein Haufen Zeit verplempert hier jetzt. So, los geht's. Achtung. Weg, weg. Au. Verdammtes Rindvieh. Oh ja, die Vogelscheuche nehme ich mit. Achtung und... Batsch! Da hinten ist ein Außenposten. Oder Stützpunkt oder wie auch immer. Entschuldigung! Oh, oh, oh mein Gott! Traktor gegen Bulle. Bulle hat gewonnen. Oh mein Gott. Oh je. Ich bin ein schlechter Fahrer. Ganz schlecht. Alle meine Entdeckungen. Mieke ist der Traktorfahrer. So. Ah ja, Grace ist gestorben. Habe ich gar nicht mitbekommen. Was ist das denn? Oh oh. Haut bloß ab. Ihr habt hier nichts verloren. So, ich bin zurück. Wo zur Hölle muss ich denn jetzt hin? Och nö. Ich
Ich muss noch mehr besorgen? Sieht so aus. Okay. Na dann. Querfeld ein. Zerstöre die Satellitenschüsseln. Gut, dann steige ich jetzt auch mal aus und gehe mal zu Fuß weiter. Mal gucken, was für Satellitenschüsseln? Hä? Rede mit Casey. Ach, hier findet das Fest statt. Ach so. Jetzt habe ich es geschnallt. Ach du meine Güte. Die diesjährige Eierfeier wird die beste aller Zeiten. Ich kann es gar nicht erwarten, einen dieser leckeren Bälle zwischen die Zähne zu bekommen. Wenn ich diese kleinen Spermaschnitzel hier gewürzt und geklopft habe, werden sie einfach überirdisch gut schmecken. Das ist ja eklig. Diesen wird uns klar, was wirklich wichtig ist. Unsere Freunde, unsere Familie, unsere Gemeinschaft, unser Zuhause. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Held. Und jetzt lässt du dir diese Lendenleckereien schmecken. Komm schon, schnapp dir was zu trinken und dann legen wir los. Irgendwas macht die Leute verrückt. Im Ernst? Oh ja, yeah. Zeit für ein Fest. Ein paar Drinks später. Ach du Scheiße. Was soll ich tun? Oh je. Und na, oh Mann. Ach so, die Ballons. Ja, Entschuldigung, ich bin so blau, dass ich das nicht mal gerafft habe. So, jetzt aber schnell. Zeit rennt. Oh Mann, voll daneben. Oh. Erstmal den näher, das ist einfacher. Eine Sekunde. Scheiße. Naja, ging doch ganz gut. Oh nein, im Schweinestall aufgewacht. Schwein mit Partyhut, geil. Oh Mann. Bin ja immer noch ganz hacke. Das sieht ja geil aus. Na, Schweinchen? Ah, du hast ein Leben, wa? Gut, das hätten wir also geschafft. Ich habe nur keine Ahnung, keinen Plan, wo ich jetzt bin. Ich glaube, da ist Falls End. Ich glaube, ja. Sieht ganz gut aus. Okay. Über den Stacheldrahtzaun. So, da gibt es auch noch jemanden, mit dem wir quatschen können. Wer ist denn das? Ach, das ist der Pastor, genau. Der bestimmt auch noch eine fette Mission für uns. Oh, wer ist das? Hallöchen. Da drüben wohnt ein alter Veteran, der nicht mehr so gut laufen kann. Hoffentlich steckt er nicht in Schwierigkeiten. Ich würde mich wohler fühlen, wenn du mal nach ihm sehen könntest. Wo? Hä? Hä, wo denn? Das ist die Kirche. Wo soll das dieser angebliche Veteran sein? Muss furchtbar gewesen sein, getauft zu werden. Oh, was gibt's hier alles? Noch ein Zettel. Nehme ich mit. Ich find's echt cool, wie detailliert die Häuser eingerichtet sind. Ich finde das echt klasse.
macht echt Spaß, sich in den Häusern umzugucken. Oh, was ist das? Hä? Oregano. Interessant. Ja. Warte mal, ich hätte mal Schloss knacken. Habe ich noch? Habe ich noch Punkte? Nee, habe ich nicht. Schade. Da haben wir noch ein Band zum Abhören. Können wir nicht auch noch machen? Hey, alter Kumpel. Hier ist Bert. Ich habe eine Weile nichts von dir gehört. Hoffentlich ist nichts passiert. Jedenfalls wollte ich mich verabschieden. Meine Frau und ich, wir gehen wie besprochen nach Süden. Kleines Wüstental. Ist nicht viel da, außer etwas Einsamkeit. Es ist nicht perfekt, aber zum Teufel. Manchmal muss man auch wissen, wann es gut ist und man lieber den Rückzug antritt. Pass auf dich auf, hörst du? Es macht mich kirre, dass du in diesem verschissenen County festhängst. Prepper wie du wollen da eigentlich nicht sein. Aber ich weiß, dass du noch da bist. Ich bewundere, dass du den Leuten hilfst. Hätte ich auch gemacht, aber ich muss auch noch an andere denken. Bis bald, Kumpel. Okay, gut. Die Sekte sucht nach dir. Schön. Sollen sie ruhig kommen. Bisher habe ich mich ganz gut geschlagen. Einigermaßen. So, haben wir hier noch mehr Nebenquests oder war es das jetzt? So wie es aussieht, war es das tatsächlich mit Nebenquests hier in Falls End zumindest. Dann quatschen wir jetzt doch mal mit dem Pastor. Gucken, was der uns zu sagen hat hier. Hallöchen. Oh, was ich mit dem? Ich habe Neuigkeiten für dich. Ich habe Neuigkeiten für dich. Ja, sehr schön. Oh, eine fette Schrotflinte. Psalm 41,3. Der Herr wird ihn erquicken auf seinem Siechbette. Du hilfst ihm von aller Krankheit. Gutes Timing, Deputy. Wir müssen reden. Ja, sofort. Hier ist erstmal noch ein Zettel. Parfümierter Brief. Aha. Sehr schön. In der dunkelsten Stunde gibt es noch einen Lichtschirm. Du machst dem Widerstand wieder Hoffnung. Ja, ich weiß. Genau dafür bin ich auch da. Okay. Ich verlasse dich nicht. Komm her, Deputy. Bin noch da. Ich danke dem Herrn jeden Tag, dass er dich und mich zusammengeführt hat. Ich bin froh, dass du noch mehr tun willst. Wir brauchen dich. Wie du sehen kannst, sorgt John C. dafür, dass viele Menschen leiden. Und ehrlich gesagt, wird mir das zu viel. Diese Menschen brauchen mich. Ich trage die Verantwortung für sie. Was soll denn das? Aber das heißt, dass es immer schwerer für mich wird, Kontakt zum Widerstand zu halten. Falls du die Gelegenheit hast, sieh mal im Osten bei unseren Leuten auf der Woodson Schweinefarm vorbei. Ich habe schon ein paar Tage nichts von ihnen gehört. Das macht mir Sorgen. Wir können es uns nicht leisten, auch nur einen unserer Kämpfer zu verlieren. Ich habe für diesen Ort gebetet. Der gute Samariter. Okay. Was? Hier gab's noch was? Oder ist das jetzt wieder die Schrotflinte gewesen? Ja, das war wieder die Schrotflinte. Okay. Ein lässiger Erjagt. Sehr schön, hier ist sogar ein Auto. So. Ich schaue nochmal kurz im Waffenladen vorbei. Gucken, was der Geldbeutel sagt diesmal. Oh, ist das schön gemütlich hier. So. Haben wir ein paar Sachen ergattert. Oh ja, ein Puma-Fell hier. Verkauft. Sehr schön, wir haben ein bisschen Kohle bekommen. Waffen. Was ist denn das hier? Das ist eine klassische Unterhebel-Repetiergewehr. Aha. Ich bin ja neugierig, aber das kostet einen Haufen Kohle. Schaden 4. Was hat die hier? Schaden auch 4. Schrotflinten. Was haben wir hier? Oh, oh, nicht schlecht. Ich bin irgendwie am Überlegen, ob ich tatsächlich mal den Bogen mitnehme. Und dafür das da lasse, genau. So, was kostet das? Genauigkeit? 900 nur. Komm, nehmen wir mal das. Das kaufen wir jetzt mal. Gut, eine neue Farbe brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ach,
Steinschleuder können wir auch kaufen. Sehr schön. Raketenwerfer, Flammenwerfer, Angel. Jetzt haben wir hier Schaufel. Boah, geil. Boah, warte mal. Achso, den kann man nur farblich anpassen. Schade, ich dachte, man kann ihm noch ein paar schöne Nägel verpassen oder sowas. Zum Beispiel so wie das da. Das wäre schon cool. Was macht eigentlich mehr Schaden jetzt genau? Tatsächlich der Baseballschläger, oder? Okay. Was ist das hier noch? Nichts mehr. Gut. So, endlich mal den... Wo geht's denn hier raus? Da. Endlich mal den Bogen dabei. So, jetzt organisiere ich mir noch schnell zwei meiner Leute hier. Einmal den Boomer zuweisen und einmal die gute Grace zuweisen. So. So, das Radio ist aus. Wunderbar. Grace, Boomer. Sehr schön. Okay, dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann spielen wir mal den Samariter und gucken, was da hinten so los ist. Und ja, lasst mir gerne eine Bewertung da, würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao.